So, was geht, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duelings. Heute wieder zu einer weiteren Deckvorstellung, und zwar dieses Mal nochmal zu dem Resonator-Deckthema. Ja, das ist mir nämlich aufgefallen letztens. Ich hatte mal Lust, wieder dieses Deck zu spielen, habe es dann ein bisschen privat mal ein bisschen gespielt. Und mir ist dann aufgefallen, der Skill hat einen Buff bekommen. Und zwar nicht mal so einen relativ unwichtigen, weil erstens zusätzlich, wir haben durch Link Reigns jetzt noch einen weiteren Extra-Slot bekommen. Zweitens, also der Skill hat die Grundidee behalten, aber jedes Mal, wenn man den jetzt, wenn man Demon Resonance benutzt, wird ein, Red Rising Dragon von außerhalb des Extra-Decks hinzugefügt. Das heißt, man kriegt automatisch einen weiteren Red Rising Dragon. Man möchte ja idealerweise schon gerne drei haben. Jetzt dadurch brauchen wir nur zwei Red Rising Dragons spielen. Es würde rein theoretisch auch einer tun, weil man Demon Resonance ja die ganze Zeit benutzen kann, um einen weiteren zu bekommen. Weil das gilt, du kannst ja Demon Resonance zweimal benutzen pro Duell und für jedes Mal kriegst du einen Red Rising Dragon. Aber manchmal hat man ja auch schon mal so eine Trauma, da sagt man sich so, jetzt brauche ich keinen Demon Resonance, da habe ich vielleicht lieber einen Red Rising Dragon schon mal auf der Hand. Der Skill schränkt einen ja sowieso relativ stark ein, ich glaube auf Drachenfinsternismonster. Jetzt müsste ich, da müsste ich nochmal genau gucken, wo ein Restricted, was im Extra-Deck mal sein muss, enthält Hochdrachen, Erstunterwelt, ja, dein Deck enthält mindestens 8 und keine anderen Monster als Monster vom Typ Drache oder Typ Unterweltler. Das muss es nämlich sein. Und da müssen es nämlich Unterweltler. Da können wir mal gucken, welche Optionen einen da offen sind. Synchros von Typ Drache und Unterweltler. Rein theoretisch könnte man sogar Tenie spielen. Lebensstromdrache, wenn man Bock drauf hat. Aber man braucht Werkzeugdrache. Stufe 9 ist in diesem Deck nahezu unmöglich, weil man, also außer man spielt einen Level 1-Tuner. Ich denke, so ist die passende Option. Weil so spielt man themeneigene Karten plus halt den Finsternis-Enddrachen, den kann man jetzt auch wieder generisch spielen, weil man hat, wie gesagt, den Platz hat. Das ist halt toll. Der kann nämlich Monster auf den Friedhof legen, indem er sich 800 Lifepoints verlieren lässt. Und wir haben jetzt so einen Platz für Roter Wurm. Der ist vor allem ein sehr interessantes Out gegen Monster, die höhere Angriffspunkte als her haben, weil während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, falls ein Monster mit höherer ATK als dieses als Synchro-Beschwörung Monster auf dem Spielfeld liegt, du kannst das eine offene Monster auf dem Spielfeld zerstören, das die höchsten Angriffspunkte hat. Sogar ein schnell, also kannst auch einen gegnerischen Zug benutzen. Das ist halt relativ cool. So kannst du zum Beispiel den hier versuchen, First Turn zu gehen, wenn du Bock hast. Oder man macht es natürlich ganz klassisch. Man geht nämlich, das ist jetzt nämlich auch durch die Hinzufügung der Extra-Monster-Zone, kann man jetzt zum Beispiel wirklich auch mit blutroter Resonator zwei Resonators tatsächlich aus dem Deck holen. Weil man beschwört dann den Red Rising Dragon in die Extra-Monster-Zone, beschwört dann den und dann hat man noch zwei Slots frei. Und da kann man dann die anderen Resonators hinspielen. So kann man eigentlich mit einer Two-Card-Kombo einfach so in den Roter Nova-Drache gehen. Vorher muss man ja extra nochmal normal beschwören, damit das ging. Wenn man jetzt rein theoretisch Bock hat, kann man auch auf Roter Nova-Drache und auf Roter Wurm enden, je nachdem, wie gut die Hand ist. Man bräuchte rein theoretisch zwei von denen und mindestens noch zwei Resonators, die man halt beschwören kann. Idealerweise dann noch einen roten Resonator bei denen, wenn man ihn normal beschwört, kann man den ja nochmal specialen, aber es ist rein relativ egal, weil sein Spezialbeschwörungseffekt, das ist wichtig, weil Demon Resonance sagt, das Monster, das man sich hinzugefügt hat damit, kann in diesem Spielzug seine Effekte nicht aktivieren. Sein Effekt ist kein aktivierender Effekt, das heißt, du kannst ihn auch immer specialen. Egal wie, wann. Und ja, wenn ihr drei davon habt, spielt drei davon. Deswegen habe ich einen Machtresonator drin, weil ich keine drei hiervon habe. Und der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der kann verhindern, dass in der Battle Phase, also bis zum Ende des Damage Steps, Effekte nicht mehr Monster als Ziel wählen können. Und dann haben wir noch Backrow Removal in Form vom SST, Backrow Schutz in Form von Forbidden Lands, dreimal Resonator Call, um halt nach den guten Scheiß zu suchen, Book of Moon einfach als gute Tech Card. So wie einmal Trap Hole, die immer noch eine richtig starke Karte ist. Zwar noch auf 1, sonst hätte ich die vielleicht zweimal gespielt und dann vielleicht Book of Moon rausgenommen und einen weiteren Backrow Removal. Aber so kann man das, finde ich, auch relativ gut spielen. Und ja, zum Extra-Deck, wie gesagt, Roter Nova-Drache ist der Beatstay, der kriegt für jeden Tuner im Friedhof 500 ATK. Kann ich durch Karteneffekte zerstört werden, wenn er angegriffen wird, dann kann er sich bis zur Endphase banishen, um den Angriff zu annullieren. Hot Red Dragon Archwing kann alle Monster auf dem Spielfeld in alle Monster in Angriffsposition zerstören. Aber dann kann nur noch er angreifen. Und das geht auch nur während der Main Phase 1. Red Rising Dragon, wie gesagt, on Summon ruft er einen Tuner vom Friedhof zurück. Hot Red Dragon Archfiend Bane. Keine Monstertribunen, dann in Rotsachen Erzunterweltler Monster im Friedhof wiederbeleben. Der kann, wie gesagt, die Monster auf den Friedhof legen und der kann Monster mit höherer ATK von als er zerstören. Und ja, ich glaube, mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Ich habe ein paar Replays für euch vorbereitet, einfach ein paar von den Spielen, die ich halt gemacht habe, wo die relativ cool waren.
wünsche euch dabei viel Spaß und sage dann einfach bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.